I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine. Meine lieben Freunde, willkommen zu der dritten Folge von Deutsche Legendäre Corazonte Show mit dem wunderbaren Michel Bennett und dem noch wunderbaren Cry Sanchez. Was soll er wissen? Ja, du hast gesagt, oder? Immer das ist ganz wichtig, Cora Sanchez. Haben Sie es richtig gemacht? Ja, sehr schöner Abgang. Wir haben einen guten Rotwein. Aber bei Rotwein, wir sind heute im Bederhof in Zürich, wir haben einen wunderbaren Gast. Zu dem später. Zuerst kommen die Promi-News. Die Top 3 Promi-News sind schon obligatorisch bei uns. Ja, von der Woche, oder? Von der Woche natürlich, ja. Meine lieben Freunde. Ja. Und wir fangen an mit Nummer 1. Ja, die erste Promi-News hast du ausgewählt, darum geht es um das Playmate. In Italien! Kein Deutsch, kein Deutsch! Nein, schaut, jeder hat seine Schwächen, jeder hat seine Achillesferse, oder? Boah, man kennt sie vom Schweizer Bachelor. Man kennt sie. Tanja. Nachtdusche. Tanja Nachtgeduscht. Brockmann, genau. Tanja Brockmann und sie ist schwanger. Sie ist so schwanger. Sie ist wahrscheinlich 8 oder 9 Monate. Genau. Darum ist nicht das News, sondern sie hat in einem deutschen Magazin gesagt, dass sie ganz viele Freundinnen hat, die ihr Baby nicht gönnen. Genau, wie kann man jemandem ein Baby nicht gönnen? Das ist mal die erste Frage. Oder ich denke, wir alle sind da, um ein Fortpflanzen irgendwo durch, früher oder später, der eine mehr oder andere weniger, aber irgendwo sind wir alle für das da. Wieso kann man das in der Tanja nicht gönnen? Kriege ich mich auch. Playboy-Cover und nachher ein Baby, was ist schon daran nicht gut? Genau. Was ist schon daran nicht gut? Meine lieben Freunde, wir wissen es selber nicht, aber who cares, wir gehen weiter zu der zweiten Promi-News von der Woche. Kylie Jenner. Milliardärin. Da ziehe ich jetzt schon die Brille ab. Ja. Ist ja wirklich eine hübsche junge Dame. Mhm. Muss man wirklich sagen. Muss ich ein bisschen einordnen, die sie nicht kennen. Gehört auch so der Kardashian-Clan. Kardashian-Clan, Fernsehfamilie, tut sich die ganzen Filme bei allem, was sie machen. Ist auch Mami. Sie ist auch Mami und sie verkauft sehr erfolgreich Kosmetik. Und der Travis Scott ist und wird der Papi. Genau, voilà. Also das ist aber nicht Mami News von der Woche. Verschwörungstheorie, wir wissen es nie, oder? Spass, meine lieben Freunde. Kylie Jenner. Genau. Ist sie so reich? Genau. Weil sie ist letztes Jahr auf der Forbes-Liste gewesen. Genau. Von den Milliardären, die es gibt. Und sie ist wirklich kommuniziert worden als jüngste Milliardärin von Amerika. Sie hat es geschafft. Mit 22, self-made. Die grosse Businessfrau. Aber sie hat beschissen. Sie ist abgestuft worden. Sie ist beschissen und sie hat jetzt nur 900 Millionen Schlüsse. Meinst du, dass sie überhaupt eine Bilanz kann lesen? Weißt du, muss ich mal schlau sein, um Forbes zu können. Weißt du, um den Finger rumwickeln, oder? Kylie, aber die Probleme möchte ich haben. Eben Millionen if you Konto can show me this, if you can show me this, just call me, because Travis. Ja, eben. Mit Travis ist sie, glaube ich, auch vorbei, oder? Ist vorbei, sie ist heisst, solo. Mut zu der Lücke, meine lieben Freunde. Mut zur Lücke. Also, la vista, Baby. Apropos Lücke, kommt schon Promi News Nummer 3. Luca Haney, das war ein Wunsch von Roman, unserem Kameramann. Jetzt Roman! Ich will auch die Schweizer Lagerszenen ein bisschen in die Promi News involvieren. Dann Luca Haney. Haney. Was war mit dem Luca? Soviel ich mitbekommen habe, hat er eine Liebschaft angefangen während Let's Dance. Genau. Also er hat vor allem eine Liebschaft aufgehört. Genau, von Blond zu Brünett, glaube ich, wenn wir jetzt Haarfarben wichtig sind. Die Frage ist natürlich, wie kann so etwas passieren? Oder? Du bist liiert, sagst, es ist die grosse Liebe, willst du etwas aufbauen und dann gehst du ein paar Wochen auf Köln, glaube ich, irgendwie, so ein Studio, das leer ist. Gehst du irgendwie tanzen und schon ist es vorbei. Also spinnen also, glaub, Hormon, ich glaube, die Art vom Schluss machen ist dort nicht sehr gut angekommen. Darum hat seine Ex-Freundin sich auch ein bisschen in der Boulevard-Media geäussert. Luca Haney, Drecksau und so weiter. Ja, die Worte sind natürlich wie machst du Schluss so? Da fährst du überhaupt etwas an? Es ist so. Meine lieben Freunde, an dieser Stelle. Better Bone. Es ist so. Ich bin ehrlich. Wie machst du Schluss? Eben, es ist so. Ich bin ehrlich. Mit mir ist Schluss gemacht worden. Es tut jetzt zuerst mal so her, oh nein, hey und so. Aber es ist so. Schaut, man kann etwas beenden auf verschiedene Wege, Art und Weise. Ich bin nicht so der SMS-Typ, oder? Sondern ich bin eher der Typ, der sein Leben lebt. Und dann irgendwann merkt die Frau so, hey, weißt du, ich bin eigentlich auch noch da, so, aber schon spät. 17 ungelesene WhatsApp-Mail. So, in die Richtung. Okay. Oder? Und beim Luca Haney, denke ich, ist es ein bisschen anders gelaufen, weil ich glaube, er hat so eine SMS-Geschichte, oder? Kann das sein? Gerüchte. Ja, irgendwie einfach so. Sind hey, es ist so, es passt nicht mehr so. Er hat nicht mal gross etwas kommuniziert, sondern ja, nach so langer Zeit kann man ja Gespräche suchen. Oder? Aber ich bin da auf jeden Fall kein gutes Vorbild, meine lieben Freunde, an dieser Stelle. Luca, vielleicht können wir uns mal austauschen zusammen, wer weiß. Genau, wir laden die Sendung ein und dann erzählt er, wie es wirklich war.
etwas, hä? Luca aus dem Nähkästchen kannst du plaudern, hier in der Carlos Sanchez Show, du bist offiziell eingeladen natürlich. Aber über Verführung und aphrodisierende Gerichte reden wir nachher noch mit unserem Gast, weil der kommt nämlich jetzt, oder? Wir freuen uns sehr auf ihn, es geht heute um Food, einen TV-Star, Koch und der Gastrounternehmer Erik Hämmerli in der Show jetzt. Da ist er, Erik Hämmerli! Erik Hämmerli! Er kommt natürlich direkt aus der Küche. Und direkt aus der Küche. Ja, wir kochen das so im Sommer. Du kochst das so im Sommer? Oh, das dürfen wir nicht. Da haben wir schon das Pack gekommen. Aber sitz ab. Es ist im Fall vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Darf ich heute desinfizieren? Nein, ja, darfst du natürlich. Darfst du schnell überbrücken, der Erik geht Desinfektion. Wir sind darauf angewiesen, gell? Wir sind hingewiesen worden. Du sagst wie immer, talk to my hand. Genau, wir sind wirklich aufmerksam gemacht worden vom Cedric Wermuth in der letzten Sendung. Das ist so. Dass wir wirklich, Beschwerden direkt, wenn wir jetzt nachher zusammen sitzen. Und die sind auch schnell im Brief verschickt. Ja. Jetzt sind immer Anpost. Genau. Die sind immer Anpost. Voilà. Da ist die Kamera. Ah. Oh. Das sind zuerst mit Pfeffer. Das ist ganz wichtig. Ja. Sie haben da wein etwas, gell? Nein, das ist ein Witz. Das ist jetzt so unangenehm. Du musst dann anfangen, nochmal. Wie lange tut man Hände desinfizieren, dass man 80% von Bakterien rauskommt? Ich bin gelehrter Lebensmitteltechnologe, komme aus der Lebensmittelbranche, eigentlich Industriekoch gelernt. Das heisst, ich tippe jetzt mal wieder alles vergessen von der LAP, 7 Sekunden. 30. Okay, 30 Sekunden. Wir sind jetzt. Das ist ja fast die Sendung für dich. Warte, kommt noch das da, oder? Genau. So, dann gell? So. Ja. Du musst jetzt nicht so näher kommen. Komm, sitz jetzt ab. Sitz jetzt ab. Ja, genau. Der. Oder ich habe mir jetzt das selber ein Tüchlein mitgenommen und das ist nur für mich. Mhm. Ah, voilà. Aber ich sehe, du hast so Armbänder wie ich. Ja, bist du ein spiritueller Mensch? Santé. Ja, also, weißt du, auf Saltranen wirst du ja nicht einfacher. Und das ist so, oder wenn du einen günstigen Christbaum kaufst, dann musst du mehr Schmuck dran hängen. Mhm. Also, ist es nur Schmuck? Es hat nicht irgendwie eine spirituelle Bedeutung. Du darfst dich ein bisschen ruhiger sein. Ja, du darfst dich wohlfühlen. Darf ich mich? Ja, wie die einen. Ich weiss es nicht. Nein, ist gut so. Ist gut, fühlst du dich bequem? Also ja, bei mir ist es so ein bisschen nach, aber ja, okay. Es ist okay. Hat Platz, oder? Wenn man Platz tust. Aber ich muss sagen, ich sitze lieber ein bisschen hier, weil der Koya hat sein Deo vergessen heute, gell? Genau. Und so Sommer, meine lieben Freunde, die animalischen Triebe setzen sich wieder mal durch. Das ist schon lustig, ich habe gemeint, meine Lüftung sei kaputt, was bist du? Das sind Pheromone. Das nennt man heute Pheromone. Das sind weibliche Lockstoffe, das sind Botenstoffe, die eine Aussage, die reden. Ja, genau, das ist meine eigene Sprache. Genau. Aber bei eigener Sprache. Vorher hat eine Dame getroffen im Tram und erzählt, dass sie im Borolag arbeitet, im Service. Mm. Und die gesagt, die fliegen nicht nur Teller, die fliegen nicht nur eher heftige Beschimpfungen. Ja. Dort wird das Vokabular benutzt, um es von der Baustelle kennt. Ja. Könntest du das ein bisschen unterschreiben und erzähl mal ein bisschen von deiner Erfahrung? Also es ist so, die auf der Baustelle, die reden im Verhältnis zu uns nicht groß. Das sind Satellitenamateure von vom Trash-Talk, hätte ich das jetzt mal gesagt. Küche ist hart, ja. Was ich jetzt nicht mehr akzeptiere, ich bin ja in der Lehre noch geschlagen worden. Und das will ich nicht. Gut. Ich bin geschlagen worden, ja. Also wir haben, was hast du falsch gemacht? Alles. Zum Beispiel die Hände desinfiziert. Nein, das ist das Einzige, was wirklich egal ist. Aber, also der Pfeffer war ein Ohrfeige, den wir jetzt gebraucht haben. Genau. Nein, also wir haben körperliche Züchtigung auch noch miterlebt und das ist das, was ich nie akzeptieren würde. Ah, okay. Es entspannt sich auch und was ich heute auch nicht mehr akzeptieren würde, Köche sind zum Teil sehr, sehr rassistisch. Da schauen wir. Ich habe einen schwarzen Cousin, ein grosser Teil von meiner Familie ist schwarz oder farbig. Und da schaue ich jetzt wirklich darauf, dass es nicht stattfindet. Was du aber musst sehen, Koch ist Hektik, das sind Künstler. Absolut, ja. Ja. Und man sagt ja so, die Chefs are the new DJs, oder? Jetzt DJs sind einfach mal drogensüchtige Superstars, die für 200'000 Stutz im Privatjet rumfliegen. Und ein guter Koch ist ein Künstler, der dir auf den Augenblick kann, ein ganz grosses Erlebnis macht, wo kein DJ kann machen. Und das, Künstler sind schwierig, die sind... Und ich rede extrem wüst, das ist also auch mit der Erziehung von meiner Tochter und im Zusammenleben mit meiner Frau, ist das nicht immer einfach gewesen. Und meine Tochter hat also, die ist durch viel in der Beize, sie hat dann ein Sackgeld verdienen, da, um ein Handy zu verkaufen. Die hat das natürlich mitbekommen. Und das ist nicht immer einfach. Aber wenn sie natürlich jetzt an einen 18-Jährigen anläuft, hat sie dann schon die Sprüche, die der vielleicht Zegelstrich. Jetzt,
habe ich letztens ein Interview gelesen vom Eishockey-Trainer. Ja. Und der hat gesagt, früher, so vor 15, 20 Jahren, hätte er den Jungs können sagen, los, wir machen das, und ist das gemacht worden, wer nicht gemacht hat, ist rausgefallen. Ja. Heute müssen jede Übung erklären. Ja. Hast du das auch fest in der Küche? Ist da eine neue Generation dran, dass sich die auch nicht mehr so umkommandieren lassen? Vielleicht. Vielleicht, dass sie das gar nicht so freiwillig machen mit dieser Sprachanpassung. Also ich würde es mal so sagen. Ich habe in meinem Zimmer, wo ich noch als Kind war, ein Papyrus gehabt. Und mein Grossvater hat mir das auf Geburt geschenkt. Und hinten dran war abdeckt die Übersetzung. Und mit 16 durfte ich es abdecken. Und da beschwert sich einer 3000 vor Christus über die total verlotterte Lumpenjugend, die nichts mehr leistet, die nichts mehr macht. Sie sagen alles Vaganten und sagen alles. Ich sage es mal so, ich hatte in der Stifte 6 Tage in der Woche gehabt und ich durfte nicht stempeln. Das heisst, in diesen 3 Lehrjahren habe ich wahrscheinlich einen Schnitt von 16 Stunden, 6 Tage in der Woche geschafft, mit 3 Wochen Ferienpol in meinem ganzen Jahr. Das heisst, ich habe aber während 3 Jahren viel mehr gelernt. Und ich wollte lernen. Ich glaube, was ich sehe, das neue Lernen. Die Kids lernen auf Computer. Wir haben noch Räuber und Indianer gespielt. Also irgendwann mal ist klar gewesen, die Übung ist, der andere am Baum fesseln, also das Velo abfackeln und wenn es geht, seine Turnschuhe in Baggersee rühren. Heute ist das komplexer, es ist sophisticateder. Aber gleich gibt es ja das Nachwuchsproblem. Also das kommt ja irgendwie von jemand her, bei der Küche. Ja, es wird ja niemand mehr Koch werden, wegen diesen Arbeitsbedingungen, vielleicht richtig. Auch wegen diesen rauen Seiten. Wegen den Löhnen. Also weißt du, im Gastgeber, wir verdienen richtig gut mittlerweile. Also unsere, obwohl der Herr Platzer ja als Repräsentant von unserer Gilde den schlechtesten Job gemacht hat. Unsere Regierung, liebe Leute, der Bundesrat, hervorragend gearbeitet. Ja. Der Herr Platzer hat in meinen Augen komplett versagt. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass er so ein starkes Gewerbe, ein Gastgewerbe, so eine Trulle hat, wo da grauen folgt. Gehen wir nicht in die Tiefe. Wir haben das Nachwuchsproblem, ja. Es will es niemand mehr lernen. Mhm. Und alle schauen Kochsendungen. Also alle sehen, und Tim Melzer sehen, wie er tut, sehen aber auch, was er kann. Ich meine, hey, wenn du einen Kuchen nicht bekommst, den du noch nie siehst im Leben, dann nimmt das, also, das ist im Fall eine Spitzenleistung. Und jetzt wird das sexy. Nochmal, alle wollen Solomon sein, aber keiner kann auflegen, keiner kann mischen. Oder? Und die jungen Köche, die hat es noch. Du musst sie davon überzeugen, dass sie zu dir kommen arbeiten. Und du musst Bedingungen schaffen, die sie lässig finden, dass sie kommen. Und nochmal, das mit dem Verdienen ist längstens vorbei. Gastgeber verdienen schon richtig gut. Dann habe ich noch eine These bzw. eine Frage. Opus Wien, sehr gutes Restaurant, und Cuisine. Und ich habe gestern den Chef gefragt, was für ein Haus war das? Man sagt Haute Cuisine. Ah, Haute Cuisine, ja, okay. Ich habe gedacht, im Haus. Nein, okay, Chef im Haus. Und ich habe ihn gefragt, du, was macht es eigentlich aus? Was macht ein guter Chef von Kuchen? Und er sagt, das Gewürz und die Soße. Ja. Kannst du da etwas darüber erzählen als Profi, als Experte auf dem Gebiet? Also, Gewürz. Er macht es mit dem Charme. Er lässt so einen anderen machen. Er lacht einfach. Früher, das meine ich. Heute mit dem Gewürz, früher mit dem Charme. Also Gewürz, Charme und Melone. Ja, mit Gewürz, Charme und Melone. Ich bin als Teenager total in die wunderschöne Engländerin verliebt, die dort mitgespielt hat. Die hat wahnsinnig schöne Beine gehabt. Zurück zu der Soße. Ich kenne nur den Pantin, das ist aber etwas anderes. Das ist etwas anderes. Es ist ja so, man sagt eigentlich, mit der Soße versteckst du auch Sachen. Also eine Soße macht dann Sinn, du servierst ein Poulet und jetzt ziehst du aus den Knöcheln, aus dem Abfall vom Poulet, ziehst du ein Schuh, fängst das an zu verändern und unterstützt jetzt das Poulet mit dem Fond und tust das zu einer Soße weiterentwickeln. Und das mit den Gewürz würde ich sagen, wenn süße Säure stimmt, es ist eben nicht Salz und Zucker, es ist Süße und Säure. Wenn das im Gericht in einer Balance hat, dann bist du motiviert zum Essen und das spielt in dem Ganzen gerne. Ja. Sagen wir mal, was uns der Koch wirklich interessiert, jetzt an ist, was für eine Soße muss man machen, dass man verkaufen kann? Eigentlich ist das eine Frage. Hier können wir jetzt aphrodisierende Soße. Aphrodisierende Lebensmittelage. Kurkuma wurst. Champagner. Aber das ist auch wie Lambi. Champagner, Erdbeere, das ist ein Klassiker. Sehr so Ingwer, Kurkuma. Aber Soße, weißt du so. Das Erdbeere ist einfach mal vom Visuellen passiert überhaupt nicht.
Also Champagner hilft, weil sie wird, irgendwann wieder los. Schlagrabe, ja, Schlagrabe. Also, wenn du natürlich, oder? Ich sage jetzt mal, Champagner ist wie ein Fundament, oder dein Haus drauf baust. Also einfach das betrunken machen. Metapher. Genau. Gut. Nicht betrunken machen. Aber betrunken machen. Man muss die Mauer sturmreif schießen. Gut, okay. Okay. Also und dann? Also du kannst dann zum Beispiel Champagner mit Rahm servieren. Mit Rahm? Ja, also mit Creme, weißt du, mit Creme Fraiche. Ja, Creme Double, also 40%igem Rahm. Okay. Dann leitest du auch noch mal über, was sonst noch könnte passieren. Mhm. Aphrodisierend ist vor allem das, was nicht schwer ist. Das, was nicht schwer wenn ist. Wenn du ihr natürlich ich sage jetzt mal, wenn du ihr ein Voressen servierst, wo du 30% Knoblauch drin tust, dann hat sie einen Blähbauch, fühlt sich nicht gut und will sofort schlafen. Da hilft dann der ganze Champagner nichts mehr. Also motivierend oder leichte Kuh. Also zum Beispiel, was wir jetzt gerade gegessen haben, die Artischocke. So. Das ist super. Das ist super. Das hat ja auch schon vom Essen her. Ja. Auch das mit, oder? Ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir sind ein bisschen enthüllen. Darum habe ich oft beim Essen, also weißt du, ein Steak habe einen ganzen Körper anzugehen, dass man das nicht so sieht. Ah, nicht nur zur Corona-Zeit. Nein, nicht nur zur Corona-Zeit. Das ganze Jahr durch. Ganz Jahr durch. Aber wenn jetzt du kommst, wenn es ein gutes Stichwort ist, du hast ein Date. Ja. Was kochst du? Kochst du es halt selber? Ja, immer. Sicher. Nein, ich koch sehr gerne. Du hast Hawaii. Toast war schon meine Keimwaffe lang. Ah, wirklich? Ja, das ist als langsam. Student? Ja, Toast war bei mir eigentlich immer ist günstig. Nein, was ich natürlich jetzt im zunehmenden Alter für mich entdeckt habe, ist eben leicht essen. Also ich lege mehr Wert auf viel Fisch wie Gemüse. Aber jetzt konkret, weißt du, auch was für ein Fisch? Also, es ist nicht irgendwie einfach ohne Gröte. Immer mit Gröte. Eben, gell? Ja. Also ein ganzes Entgröte ist aber auch. Aber was für ein Fisch? Was für ein Fisch? Ich kann dir jetzt sagen, mein letzte Nacht, das habe ich gemacht, dann habe ich. Also das letzte Nacht, wo erfolgreich war. Ja, das ist sehr erfolgreich. Das ist erfolgreich. Das ist sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Gut, okay. Ich erzähle jetzt die Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich habe eine junge Dame zum Nachtessen eingeladen und die hat gesagt, das kannst du überhaupt kochen, so ist immer pinselt, nimm mich runter. Dann habe ich also. Black Tag, also Süßwasser Bio, im Mandelöl bei 45 Grad konfiert und hat dazu separat konfiert. Ja, einfach lass es bei 45, 50 Grad lass es ziehen. Oh. Und Black Tiger, also die Gröte? Die Gröte, genau. Okay, genau, das Black Tiger. Und dann habe ich gemacht dazu einen Pickled Rande als Unterlage und dann separat braten Pommes Nouvelle mit ein bisschen Chili und ein Chinesisch. Also Chili verstanden. Also Pommes Nouvelle ist einfach neu Headed. Ja, Headed, frisch, schön braten. Das ist einfach, das können wir auch. Braten in Herdöpfel, das ist einfach. Braten in Herdöpfel. So Braten alle. Genau. Butter noch reinfüllen? Immer mit Butter braten. Also mit Butterbraten? Ich habe die im kalten Wasser schon angesetzt. Ja, du weißt, dass man mit Butter braten. Hey, ich habe Butter gefunden. Und dann ein bisschen Steinpilz dazu. Und das hat eine schöne Mischung gegeben. Land und Wasser, sehr viel Nusstöne drin, erdige Töne. Dann hat es einen Handtauch, die Gogi Saint-Jean. Ein Handtauch? Ja, das ist mir ganz wichtig. Sag mal vor. Handtauch, ja. Also hast du so ein Aquarium neben dir? Nein, das ist ein schottischer Seebär, was in das eiskalte Wasser ist. Handtauch, die frische Gogi Saint-Jean mit Salicorn, das sind Algen. Mit Algen? Mit Algen und einer Bärnäse. Zum Frau verführen? Algen. Ja, Algen. Und jetzt gehört. Ja, und das ist schieben zu. Von Erfolg gekrönt. Und dann? Das, was man nicht mag, kann man ins Gesicht rein. Zum Beispiel. Ja. Und dann hat es ein Turbo auf Ratatouille. Eieiei. Und jetzt habe ich die junge Dame, irgendwann dann ist zum Apéro gekommen. Irgendwann um 3 Uhr morgens sind wir dann fertig mit dem Essen. Es ist viel härter. Und irgendwann habe ich die junge Dame wieder auf den Balkon gesetzt, ja. An der Flasche Prosecco und bin also in die Küche wirken. Und irgendwann kommt sie an den Tisch. Und dann ist sie nach dem ersten Gang aufgestanden, ist gleich Pipi machen. Und dann ist sie nach dem zweiten Gang aufgestanden, ist gleich Pipi machen. Und ich habe immer gehört, dass sie das Wasser laufen lassen. Und irgendwann vor dem Hauptgang, ich habe mich ja vorbereitet, was erwartet mich. Habe ich gesagt, hast du eine Blase im Zimmer? Dann sagt sie, nein, wieso? Dann habe ich gesagt, wie jedes Mal, wenn du gehst, Pipi machen, lässt du das Wasser laufen. Mhm. Also, tröpfelt es nur, oder einfach, dass sie so ein bisschen. Und dann ist sie so rot geworden. Jetzt
Der ist nicht gut gegangen, die hat aber das Date trotzdem warten, jetzt ist der schlecht geworden. Jetzt ist sie nach jedem Gang aufgestanden. Wegen deinem Essen? Nein, das ist das. Vielleicht Algen. Vielleicht Algen. Jetzt ist der Arbeitstag so schlecht, jetzt ist sie nur gekotzt. Und irgendwann, hast du gesagt, ja, willst du anrücken? Auf jeden Fall hat eine Dame sich im Sofa in einen Rap reingerollt. Und hat ihn dann genächtigt. Und ja, und das ist dann mein sehr erfolgreicher Aufrichtsnacht. Eben, das ist das von Erfolg gegründet. Ja, das ist so. Ich habe dann aber also auf dem imaginären Hochzeit aufgeschrieben. Genau, und ich habe auch Netflix geschaut die Halbnacht. Und dort, weißt du, kotzen wir jetzt zurück. Was jetzt ausgeweitet ist, entscheidend ist ja der Dessert nicht. Weil dann kommt es ja so ein bisschen wie zum Punkt. Das ist vielleicht süß, das wahrscheinlich. Ja, das haben wir gar nicht mehr geschafft. Gar nicht mehr geschafft. Wir sind schon eingerollt in ihrem Rap. Dort hat sie schon im Kaschmir-Deckel hat sie schon den Rap gemacht im Sofa. Aber es eine coole Story. Es hat Soufflé gegeben. Soufflé. Das ist natürlich High-Class. High-Class. Soufflé. Ich habe ein Kumquats. Ich habe ein Calamansi-Sorbet. Das habe ich aber vom... Das sind alles Begriffe, die ihr noch nie gehört habt. Das ist ein Rügel. Chinesisch. Ist okay. Einfach ein gutes Soufflé. Das versteht euch. Zitrusfrucht. Calamansi. Ich habe ein Sorbet gezogen. Das habe ich aber im Geschäft gemacht und nicht zuhause, aber eine Portion, also ein kleines Töpfchen zuhause genommen und habe mir aus Kumquats einen Lack gemacht, den du als Basis vom Soufflé dann benutzen. Und wenn du das Soufflé natürlich dann einmal anstichst und abrufst, dann kommt das wirklich das sehr süße vom Kumquats und dann auf der anderen Seite hast du eigentlich das säuerlich frische vom Calamansi und wieder zurück zu dem nicht Cousin, sondern Haute Cuisine. Es ist Süße und Säure, was spielt. Ich habe keine Ahnung, von was er redet, aber es tönt gut, oder? Es tönt nach Michelin. Es tönt nach Michelin. Michelin. Apropos Michelin. Ja. Ein oder zwei Sterne, oder? Kann man holen. Drei. Gut. Wie ist so dein Verhältnis zu anderen Fernsehköchen? Nimmt mich immer Wunder. Hat man da, tauscht man sich da aus? Oder findet man mehr so... Also, ich bin der Rockstar und der andere, der Schubel. Der Buhmann hat mich mal versucht reinzulegen mit so einer Telefontrack. Das war sehr lustig, das habe ich leider nie kennengelernt. Also lieber Dani Buhmann, wenn du mal in Zürich sein solltest, wahnsinnig gern. Come on. Kommen wir mal vorbei. Buhmann, come on in. Der René Schudl ist einer der besten Freunde von der Geschäftspartner von mir. Das war ein ganz schwieriger Start. Heute mögen wir uns wirklich gut. Er ist gross, schön und erfolgreich und ich bin einfach klein und gefährlich. Ich habe Tim Meltzer kennengelernt, der beste Fernsehkoch der Welt. Timmy, wenn du das siehst. Ja, Timmy, falls du das siehst, bin total Fan von ihm. Und das was macht einen guten Fernsehkoch aus? Was heißt der beste der Welt? Authentizität. Ah, voilà. Das heisst, er bringt das Vokabular auch in der Sendung, wo man so springt. Er schaut seine Kernaussage ist, ich probiere etwas und ich kann es so nachkochen, dass der Erfinder vom Rezept sagt, Weg stimmt, stimmt nicht, aber es schmeckt so. Und ich habe vom Melzer Sachen gesehen, wo ich wusste, er hätte keine Chance. Einmal ist er in Griechenland, ich kenne das mit dem Wasser, wir sind seit 40 Jahren in Griechenland in der Ferien. Ich weiss also, dass das mit diesen Härtegraden... Bist du schon 40? Gewesen, bevor ich... Also, mein Vater... Gewusst wie? Nein. Das ist Goldfisch. Gewisse Sachen habe ich gewusst und andere Sachen, muss ich sagen, sehe ich Fernsehküche, wo ich mich dann frage, du hast einen Stern und du weißt, wie man eine Bouillabaisse kocht, shame fucking on you, das musst du jetzt einfach wissen. Und ich würde wahrscheinlich genauso reinlaufen bei Sachen, die ich jetzt nicht weiss oder andere Fernsehkoch sagen. Was ich am meisten cool finde, ist, Mensch ist ein Mensch und er ist der Kochmensch, Menschkoch und er lebt seine Emotionen und für das danke ich ihm, weil er versteht sich nicht. Was ja keiner von den Fernsehköchen gern macht, ist Bachen. Wieso tun wir nicht gerne Bachen? Wieso dort so präzise musst du sein? Dort musst du so präzise sein. Aber gell, niemand tut gerne Bachen. Im schlimmsten Fall fixen irgendwas zusammen. Und in der Patisserie funktioniert das nicht. Ah, wir sind nicht exakt. Ja. Wir sind nicht präzise. Exakt. Wir sind nicht präzise. Oder Michael, du kannst im Prozess, wenn du das Gericht entwickelst oder wenn du am Kochen bist, du kannst Gas geben, du kannst bremsen, du kannst nochmal gut Sprit tun, wieder rausnehmen. In der Patisserie ist 180, 120. Und wenn es irgendwo einen Fehler gibt, you're done. Es gibt eine schöne Geschichte aus meiner Vergangenheit, die muss ich erzählen. Es gibt die sogenannte Bavoise Rubanet
Aber was, jetzt muss ich überlegen. Rübane. Es ist einfach ein Pudding. Mhm. Sag doch Pudding. Wenn es mein lieber Freund ein Pudding ist, dann sag Pudding. Es ist Creme, aber was, Rübane. Also es ist einfach ein dreifarbiger Pudding. Es gibt so lange, es gibt so lange Schienen. Ja. Und das war immer bei uns Schocke, eher per Vanille. Und das hat man abgeschnitten, so für die, die gar nichts gerne haben. Und das ist eigentlich etwas Gassata. Genau, es ist ein Gassata in Puddingform. Und da gehört auf einen Liter Flüssigkeit, gehören irgendwie 5 oder 6 Blätter Gelatine rein. Und ich habe irgendwann einmal angefangen, Haschisch-Zigarette rauchen. Was? Ja, und das Drogen? Skandal! Drogen? Skandal! Ja, alle anderen haben Fox, die haben das Geld nicht gehabt, die arme Leute kennen, oder? Auf alle Fälle, ich weiss heute, dass wenn ich Haschisch rauche, dass ich nicht arbeiten kann. Ich dachte, das ist eine Stifte kippen. Und meine Offenbarung war eben, ich musste an dem Tag die Rübane machen. Und bin sie selbst, das ist etwas, das ich dreimal in der Woche machen musste, bin ich in der Selbstsicherheit. Und irgendwann laufe ich durch die Küche, also die Töckel, die roten Töckel, also ausgesehen, das zuckerkrankes Murmeltier. Wie sind Anzug? Ja, nein, schlimmer. Kränker. Und so ein bisschen Hemd. Ja, wir sind Hemd. Sehr schön, aber du bist auf der richtigen Way. Der richtige Way. Das finde ich jetzt, nehm das weg. Hier gehe ich so im Kühlschrank und dann so zum Testen, dass du an diesen Schienen hast du so können reiben oder so ein schütteln. Dann habe ich das geschüttelt und gesagt, Scheiße, das zieht mir an. Dann bin ich ins Spülbecken gegangen und ist die Gelatine dort gelegen. Nicht zu reden. Dann habe ich das ganze Personal gesagt, all fressen, Pflichtkonsum. Jetzt könnt ihr endlich mal süßes essen, so viel als ihr wollt. Und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht kiffen beim Arbeiten und ich kann mit Köchen zusammenarbeiten, die schwere Alkoholiker sind. Das ist etwas, was wir vorher nicht thematisiert haben, und das ist das, was mich viel mehr stresst. Du kannst mir arschlich Wichser alles sagen, aber wenn du betrunken bist, das ist ganz schwierig. Und das macht es für das gesamte Umfeld schwierig. Und es ist so, guck die Bar an. Ja, das sind nur Drogen. Das ist etwas am härtesten, was es gibt. Das ist Alkohol. Würde ich unterschreiben. Ja. Und das ist verfügbar in der ganzen Stadt. Ja. Können wir noch einen Drink bestellen? Ja. Aber das ist dein Arbeitsplatz. Ja, du bringst mehr Zeit. Und wenn das Gestell dich da hinten drin bist und du das brauchst, you're done, you're dead. Das kannst du nicht, oder? Und darum trinke ich heute während dem Arbeiten trinke ich keinen Tropfen Alkohol. Und im zunehmenden Alter immer hast du dann einmal das Kiffen abgestellt. Also heute macht das ja keinen Sinn mehr. Oder? Meine Kiddies hauen sich, weiss der Gucker, was auf für den, was ist jetzt so hip? Felgenputzmittel. Bin ich Felgenputzmittel? Auf dieser Wave sind wir jetzt noch nie gesehen. Ja, das, spezielle Welle. Ja, kennt ihr von der Szene? Es ist gerade Felgenputz, irgendetwas ist es. Ja, es ist gerade ziemlich abgesagt. Ja, ich meine, die Jungen sind mehr zu ernährungsbewusst und eben, die sich lokal ernähren, weißt du, machen viel Sport. Ihr denkt, ihr seid die Schlimmer gewesen, weißt du? Und die heutigen 12-Jährigen sind brav und denken, ihre Karriere und sind ernährungsbewusst und gesund. Weißt du, ich höre immer so, die alte Welt und die neue Welt ist jetzt schlimmer gewesen, sind doch alle gleich schlimm, ne? Also, nein, meine Tochter will heute Morgen... Wirklich, ja? So nennt sie, er ist ja der übelste also, ja. Das wird im Rasen aus, oder? Also, ich hatte mit 15 nie freiwillig Avocado gegessen. Meine Tochter ist Avocado, ist sehr ernährungsbewusst. Ja, sie hat... Trotz der Greta? Trotz der Greta. Mhm. Ich versuche sie auszureden. Du versuchst es. Das ist wieder Koch. Ich habe einen Tiziano Marinello angerufen und gesagt, Tiziano, bei mir gibt es kein Avocado mehr. Und wie kann ich es ersetzen? Avocado ist etwas vom Schwierigsten zu ersetzen, vom Schmelz her. Und wir machen es jetzt auf der einen Seite im Sommer mit Wassermelonen. Das ist zwar eine ganz andere Essfertig. Passt aber passt wieder von dem Süße-Säure-Spiel. Sehr schön zum Thunfisch. Und im Winter machen wir einen Herdöpfel-Kürbisstampf. Mhm. Und jetzt gehst du an den Tisch und sagst, schau die Zeit da, neue Kreation. Ich will meine Avocado. Und sagst, 1000 Liter Wasser. Sagt man ja. Und dann sagen aber die Leute, ah, Herr Hemmli, das wird aber spannend sein. Probieren, wenn ihr es gerne habt, machen wir es gerne andersrum, aber Avocado wird es bei mir nicht mehr geben. Mhm. Und wenn jetzt der Gast etwas isst, dann geht das nächste Mal wieder rein und sagt, weißt du, als ist sich im Fall, wieso tust du immer für? Bist du unbequem? Nein, es wird ein bisschen lang, du bist ein bisschen lang in der Antwort. Ach, Entschuldigung, ist gut. Ist okay. Gut. Nein, ist schon gut. Er ist ein Freund von der Kussform. Gell, ich bin also, Punkt, oder? Ich bin brillant. Gut. Aber kannst du bitte noch etwas über die aktuellen Food-Trends sagen? Ich habe erst gerade die letzten so schwarze Hotdogs und so gegessen. Das war ja auch in, weißt du, dass man alles schwarz fährt. Ja. Hast du noch irgendetwas? Was sind so die aktuellen Food-Trends?
Es gibt auch so Massenwelt, die zwei Corona. Habe ich eine halbe Stunde oder drei Viertel letztens das beantwortet? Drei Sekunden, ein Satz. Du hast immer nur einen Satz, weißt du, Leute? Bullshit. Das ist geil. Das ist geil. Was sind die aktuellen Foodtrends? Bullshit. So, das ist Sprache von der Jugend, das verstehen alle. Aber wieso? Bullshit. Wieso? Also, iss nur das, was deine Grossmutter oder Urgrossmutter auch gegessen hat. Wenn du dich an das haltest, bist du schon gut. Freunde? Iss nur das, was deine Urgrossmutter gesagt hat, das erkenne ich als und ein schwarzes Brot. Die gesagt, du bist mit dem Weglos, der kifft. So ein Trendsetter. Okay, das ist mal gut. Deine Grossmutter gewusst, was kiffen ist. Ja, meine Grossmutter ist dich ernst gewesen. Ja. Morphinistik. Ein Morphinist? Ja, ein Morphinist. Meine Grossmutter, aber die kennen sehr viele Morphinisten. Ja. Ist das abgefärbt auf euch? Noblesse oblige. Oder nur auf deinen Brüder? Nein, also mein Brüder bestimmt, wo ich glaube. Ich muss sagen, sein Brüder, Filmregisseur und Journalist Thomas ja. Hämmerli. Mein Brüder, grüß. Filmjournalist und so ein bisschen Tausendsassen. Ich glaube, schon Provokateur, ist auch noch ein Ja, bitte. Ich glaube, was sein Problem war, ist einfach, dass er einmal am Zachten ist, die Pipi macht, Brüllen lagert und oft einmal eine Türecke mitgenommen hat. Im Frontalbereich vom Stirn. Also, was, wenn das so gut bestückt ist, oder? Nein, er hat immer müssen. Habe ich mir das falsch vorgestellt? Nein, wirklich nicht. Nein. Also, ich habe noch nie ein Gegenteiliges. Gut. Ja. Aber erzähl Geschichten bitte. Nein, es ist einfach so. Hat er einfach quasi nicht getroffen? Ja, ich weiß nicht, aber nicht getroffen. Das ist immer in die Türecke nicht getroffen. Dann ist er verhaltensanfällig. Okay. Nein, nicht wie du. So anpasst. Nein, bei mir ist einfach alles andere schief gegangen. Stimmt, er hat noch Haar. Ja, er hat Haar und er hat auch noch alle Zähne. Er hat sich im höheren Alter vorgepflanzt mit einer wunderbaren jungen Frau. Er macht alles richtig. Liebe kennt keine Grenzen. Liebe kennt keine Grenzen. Das ist schön. Ich bin total stolz auf ihn. Apropos alles richtig machen. Ihr habt ja einen Film zusammen gemacht, sehr lustiger. Mhm. Sieben Mulden eine Leiche. Ja. Ich habe gesehen, da hast du auch immer noch das Filmplakat auf der Toilette im Bäderhof. Ja. Haben wir mal vor, zusammen einen Film zu machen? Oder ist das einfach ein einmaliges Ereignis gewesen mit dem Tod von meiner Mutter? Wir würden warten, wir haben einfach keine Verwandte mehr, die könnten sterben, dass wir sie auseinandernehmen könnten. Das heisst, nein, es ist jetzt vorläufig ist es mal sicher gelaufen. Wir haben ja so ein Bühnenprojekt, wo wir nicht sicher sind, wenn wir das machen. Mich würde mal noch Comedy interessieren. Also, du hast jetzt sehr schön gesagt, Food Trends, ganz kurz. Mhm. Food ist eine Ersatzreligion geworden und man macht sich über alles lustig im Augenblick. Ich bin, wenn ich nicht von Schlafen schaue, ich gerne Comedy und es wird immer schlechter. Also ich bin mit dem Scheibenwischer aufgewachsen. Wer das von euch nicht mehr kennt, der Hiltebrand. Niemand kennt es mehr. Niemand kennt es mehr. Das war ein grosses Kino und das ist für mich so Gabarett. Kurz, knackig, schnell. Und das würde ich auch noch mal gerne machen. Vielleicht gibt es ja dann noch mal Möglichkeit mit euch, wo wir mal das auseinandernehmen, was eigentlich passiert. Also ein Gast kommt und sagt, ist ihr Start-up glutenfrei? Aha. Dann muss ich sagen, hättest du doch nicht so viel gekifft in der Gewerbeschule. Gluten ist jetzt schon wieder Intoleranz, hat sie meinen Tartar. Muss ich jetzt schauen, hat es Haselnüsse mit dem Ketchup drin. Und weißt, ich bin jetzt lang genug dabei. Also früher das haben wir das Handy nicht gehabt. Nein, es ist lustig. Wir haben jetzt gerade Diskussion bei uns in der Agentur. Ja. Der Fruchtzucker vom Süßmust. Das heisst, der Süßmust, der ja einfach normaler Fruchtzucker hat, ist süß. Als Süßgetränk. Also man muss eigentlich aus einem natürlichen Süßmust den Zucker rausnehmen. Also put living food in a living body, das habe ich mal gehört. Nur lebendiges Essen in einem lebendigen Körper und kein Convenience, toter Food in einem lebendigen Körper. Meine lieben Freunde, das ist auf jeden Fall mal etwas, was wir auch merken können. Das ist wie die Urgrossmutter, das ist das Living Food. Mhm. Schau, ich weiss es jetzt nicht. Ich habe Arte geschaut, fettes Geld. Und was mir ihm alles nicht gibt, er schaut sogar Arte. Was ich super finde, ist, all wenn du fettfrei essen, ist der absolut grösste Fehler. Weil du brauchst Fett, um deine Vitamine zu lösen. Also fangen wir wieder an mit dem Fett essen. Das ist, weil der Eisenhower, der Vollidiot, einen Herzinfarkt hatte. Die amerikanische Industrie. Der Vollidiot. Gut, das war nicht so ein Vollidiot wie der jetzige, aber der Eisenhower war auch nicht der Schleuste. Mhm. Aber wenigstens ein guter Manager. Bist du wieder zu lang? Nein, ist gut. Wir kommen aber langsam zum Ende. Also abschliessend noch schnell. Ja. Alle wollen sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Ja. Wie soll ich mich ernähren? Ich muss mehr verbrennen als ich nehme. Ich habe Kalorienrechner. Ich habe Tracker. Ich habe 1000 Sachen. Sag du, auf was? XY. Jeder hat einen anderen Typ, noch Stoffwechsel, bla bla bla. Ja, natürlich hat andere Hygiene, oder? Jeder hat seine Hygiene. Als Koch, aber also Köche früher, das sind doch so.
So mit der Wampe voraus. Ja. Was, ja. Was soll man einfach schauen? Oder? Egal wer man ist, wer das man kommt. Mach alles das, was du dich wohlfühlst. Yes. Mach das, was du dich wohlfühlst. Und Freunde. Bitte nochmal, wenn ihr so ein Men's Health kauft und den Body anschaut, liebe Männer, dann ist das mit Gotti Shop bearbeitet. Und liebe Frauen, wenn ihr vom Atti ein Playboy. Vom Atti? Was ist das wieder? Der Atti ein Playboy findet, wo sie so eine Figur hat und so eine Taille, ist alles Photoshop. Also macht das, was ihr euch wohlfühlt, kommen wir am weitesten Fall. Es ist einfach so. Das heisst, aufhören vergleichen. Dalai Lama hat schon gesagt, das ist der grösste Schwachsinn, ja, oder? Vergleichen doch nicht mit der Kim Kardashian in ihrem Arsch, weil du spritzt ihr das Fett von da rein. Ladies sind super, so wie sie sind. Lieben doch selber. Wir lieben doch sowieso. Das. Ja. Schönes und Schlusswort. Danke vielmals, Erik, bist du da gewesen. Ja, danke für deine Zeit. Und ich freue mich aufs nächste Gratis-Essen. Super. Bis nächstes Mal. Mit Ladies. Ja, mit Ladies. Mit Ladies. Tschüss zusammen. Hallo zusammen, da ist der Peter. Ich habe mich gefreut, oder? Hey, bis! Pass auf, hä? Ich bin Batman. Sehr gut. Aber die böse Blick, nasty, nasty, nasty girl. Nicht schauen, gell? Ja. Ein Glas Milch, ja. Bitte? Ein Glas Milch, ja. Ein Glas. Das ist Schoki. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fans.